Ja, hi Leute und willkommen zum neuen Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Und ich bin schon mal hier hingelatscht. Und im letzten Part hatte ich ja die Schwierigkeit. Verdammt, hatte ich ja die Schwierigkeit, dieses Spinnennetz da zu öffnen. So. Und zwar dachte ich ja, das geht so. Nee, geht's aber nicht. Das geht nämlich so. 3. Aber mal ehrlich, wer kommt denn schon auf das, dass man da Eier hinschießen muss? So, da kann ich halt gleich, damit ich den aktivieren kann. So, und der erste Port, der auch funktioniert. Hallo, die Abkürzung erspart viel Lauferei. Ab in den Kessel. Naja, die Strecke ist nicht sonderlich groß. Aber besser ist gar nichts. So, und dann machen wir jetzt zuerst mal das hier. Oh, verdammt. So. Und der Schneemann kann sich nicht mehr halten von vor Lachen. So, und jetzt müssen wir das hier aktivieren, die Turnschuhe schnappen und gleich drauf losrennen. Komm schon, Mann. Nein! Hä? Wie kann man das denn beenden? Okay. Mal gucken, wie das geht. So, und jetzt schaue ich zuerst mal, was. Kann ich das beenden? Ach so, B, okay. Komm schon, Mann! Oh, das war knapp. Wow. Oh my god. Okay, wir haben es geschafft. So, und jetzt muss ich da hoch. Da durch. Oh, verdammt. Zu hoch. So. Nein! Banjo? Okay. So, und jetzt können wir hoch zum Puzzleteil. So, haben wir das geschafft. So, und jetzt nichts wie los in Gobi's Valley. Ach komm, ich mach das so. Dann geht's schneller. Und ich hab sogar eine Goldfeder. Und ich bräuchte dringend mal. Dringend mal wieder rote Federn, weil in dieser Wüstenwelt braucht man das sogar ziemlich viel. So. Habe ich Gobi's Valley überhaupt schon freigeschaltet? Ja, gut. Ja, und da springe ich einfach schnell rüber. Kack mich jetzt an, die Gummistiefel zu holen. Oh. Echt Doppel-Hit. So. Und let's go! So, die Welt ist. Sie ist cool, aber sie ist chaotisch. Weil das. Ich habe keine Ahnung, wie. In welcher Reihenfolge ich die Puzzleteile holen soll. Außer eins, das mache ich gleich am Anfang. Das ist so ein Labyrinth. Einfach aus dem Grund, dass ich da. Wenn ich sterbe in dem Level, ist es eigentlich meistens da. Damit das gleich am Anfang ist, damit ich nicht alle Noten und so nochmal einsammeln müsste. Weil ich muss das Labyrinth schaffen, damit ich die restlichen Noten quasi einsammeln könnte. So.
Ich weiß nur nicht, ob das jetzt überhaupt schon geht. Geht das schon? Da ist noch kein Kopf. Da sollte irgendwo so ein Kopf sein, den man mit Eier füttern muss. Ja, der ist schon da. Okay, dann mache ich das gleich zuerst. Dann hat es zwar ein bisschen eine Gefahr, dass ich runterfalle, aber ich glaube, ich schaffe das schon. So. So, das schon mal geschafft. Das Ganze müssen wir dreimal, glaube ich, dreimal machen. So, hier ist schon die nächste Säule. Oh oh. Nein! Oh. Puh, zum Glück ist hier ein Flugblatt. Okay. So, jetzt. Scheiß Kamera hier. So. Wieder ein bisschen mehr. Und das sollte eigentlich das letzte Mal sein. Shit. Und die coole Kamera. Und diese komischen Pfähle hier werden auch immer kleiner. Aber eigentlich könnte man da Wasser reinlassen. Aber das Problem ist dann... Oh. Das Problem ist dann halt... Da habe ich dann halt schon ziemlich viele Noten. Und wenn ich dann sterbe in dem Labyrinth, dann ist das... Bisschen kacke. Deshalb mache ich das gleich am Anfang. Okay. Und schnell zurück. So, Energie hole ich mir jetzt keine, weil in der Pyramide gibt es, glaube ich, keine Gegner. Da kann man nur sterben, weil die Zeit abläuft. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Hm. Egal. So, da ist noch ein Mungo. Und die Noten hole ich mir nachher. Dies ist die Grabstätte König Sandybutts, also Sandarsch. Also, wenn wir da reingehen, fängt die Zeit an zu laufen. Oh mein Gott! Da geht's, glaube ich, lang. Oh, verdammt. So, zuerst ein Hexenschalter, der hier ganz fies versteckt ist. Okay. Und kurz unterbrochen die Panik. Ah. Und gleich weiter. Immer hektischer. Das ist falsch. Da jetzt noch. Ist ja ganz einfach, wie konnte ich das verkacken? Unglaublich, der dicke Bär hat es geschafft. Dieser Grabschänder. Und... Wow, nein, Spaß. Natürlich gehen wir nach vorne. Oh my goodness. So, unser erstes passen. Eine Goldfeder. Ein Mumbo und ein Chinjo sollte irgendwo noch sein. Ja, da haben wir. Und wir können raus. Wo kommen wir jetzt eigentlich raus? Ja, einfach vorne. Oder? Ach nee, das ist der Hintereingang, oder wie? Sieht's aus. So, gut.
die Note eingesackt und jetzt hat es noch eine. So. Okay, ich muss auf meine Energie achten. So, als nächstes hau ich mal von dem Vier. Oh, verdammt. Verdammt. Und was mache ich denn am besten? Ich gehe zuerst mal hier hinten hin. Okay. Soll ich es wagen? Nee. Ich glaube, die drei Energie, die drei Hohenformen reichen. So, und jetzt mache ich gleich etwas, und zwar das da. Yay. Weil da gibt es eine Hand, die hat ein Puzzleteil. Und das kann man sich nur holen mit diesem Tonschuhzeugs. Weil man da schnell genug ist, oder sonst nicht. So. Oh nein, seit 1000 Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht, Sterblicher. Was, 1000 Jahre? Ich dachte, die Hexe hat es erst versteckt. Naja. So. Und jetzt gehe ich mir mal die Gummistiefel holen, damit ich da die Noten einsammeln kann. Weil aus irgendeinem Grund kann man mit Gummistiefel in den Sand. Obwohl, Gummi sollte ja in heißem Sand schmelzen, wenn der wirklich so heiß ist, dass man sich gleich verbrennt. Dass man sich gleich noch verbrennt. Oh, verdammt. Das reicht nicht mehr, das ist scheiße. Mann, wegen einer Note. Dann machen wir es halt nochmal. Ach ja. So. Als nächstes, was machen wir als nächstes? Ich kann zu Gobi gehen. Ich gehe zu Gobi. Wenn ich den finde. Der ist dort hinten, sollte der sein. Und den Mumbo-Schädel hol ich mir schon. Ja, hier ist. Also, noch nicht hier, aber hier muss ich hin. So, ich drücke auch gleich den Schalter hier, damit die Honigwabe erscheint, die erste. Okay. Nein! Nein, ich kann nicht hervor. Nein, das glaube ich ja nicht. So ein scheiß Teppich versperrt mir einfach den Weg. Und ein paar für nix. Naja, egal, Leute. Ich... Oh, den Ginger nicht vergessen. Machen wir das ganze coole Level nochmal. Und ich hole mir schnell die Turnschuhe, damit es ein bisschen schneller geht. So ein scheiß Hund. Ach, das ist zu schnell. So, aber das Puzzle da mit dem Labyrinth habe ich ja schon. Und das war gar nicht schwer. Das mache ich nachher. Wenn das Wasser da ist, damit ich nicht immer in den Sand falle und Energie verliere. Ja, Leute, hier beende ich den Part und im nächsten Part machen wir dann die Welt praktisch von neu. Yay. Naja, egal. Jedenfalls bis zum nächsten Part. Tschüss.